hätte mal mehr Rope Arrows kaufen sollen, als ich die Gelegenheit hatte. Na gut, die andere Möglichkeit ist, wir gehen quasi erstmal weiter nach Norden. Wir gehen quasi erst hier hin und ich glaube, da oben war dann auch noch ein zweiter Händler. Und es gibt da oben nämlich noch 5 weitere Quests. Dann machen wir erst die Quest und haben dann hoffentlich hinterher Rope Arrows übrig. Die Musik. Denkt dran, wenn ihr die Musik hört bei Hearthstone. Das ist Thief. So. Oh, wie er brüllt. So, genau, da gibt es nämlich oben auch noch den Shop. Und dann werden wir. Dann laufen wir nämlich die Dinge jetzt erstmal ab. Und am Schluss gehen wir nochmal zu dem Shop und kaufen noch ein paar Rope Arrows. Steal everything in the fence shop. Young people these days. Relying on traps to protect their stash when a friendly demeanor and good, honest bribes work just as well. There's a local fence, John Tello. Was taken to the streets. The locals call him Yellowface. He needs to be taught a lesson, namely that Stone Market is my territory, so that he gets see that he gets the message. Okay, also alles klauen, um ihn einzuschüchtern im Grunde. Wir müssen wahrscheinlich nicht hier rein, aber ich will mal gucken. Wir haben es jetzt lose gemacht mit unserem Werkzeug. Geht es ja hier irgendwas? Wo geht's denn jetzt hier hin? Ja, ich habe auch gerade schon überlegt, ob Yellowface eventuell rassistisch ist für Asiate. Mal sehen. Ach, das ist der Verkäufer. Bisschen Zeug kann ich noch verkaufen. Und dann kaufen wir mal Rope Arrows. Ach, machen wir direkt 5 draus, komm. Die bleiben ja dann auch hängen, also wenn man die irgendwo mal angebracht hat, die Ropes, dann bleiben die da.
hier ist ja noch so eine Box. Nein, aber die sehen uns gerade schon. Kommen wir hier nicht hoch? Hier kommen wir nicht. Ach Gott, die sehen uns doch hier. Oh Gott! Finde ich ja voll krass, wie der Schatten da so um die Ecke kommt. Down. Da hinten sieht uns auch direkt. Dann müssen wir den auch noch umhauen, wenn wir da ran wollen. Boah, sind hier viele Wachen gerade. Nein, 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 nein. Das stimmt nicht. Ab. Ich will nicht runter. Oh, die gehen aber auch nicht weg, oder? Wenn wir jetzt hier so nah dran sind. Na los! Verzieht euch! Push! Ich versuche mal durchzustürmen. Wow, Bogenschütze da hinten. Noch ein bisschen weiter nach oben. Krass, wie viele Wachen jetzt hier sind, ey. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich da vielleicht an das Seil? Jetzt sind keine Wachen da, oder? Nö, der guckt mich ganz normal an.
zu dir. Ah. Wo muss man doch hier noch so ein Seil hinschießen? Da. Was? Kann er mich denn hier sehen? Ach komm! Ah, schwierig. Land die Truhe hier vorne. Aber der links sieht mich dann sofort. Okay, ich glaube, wir müssen müssen die Pfeile nochmal kaufen. Das ist jetzt weg wieder. Have a look. Know where to find me. Ja, ja. War hier noch irgendwas drin? Hier kann man nur wieder raus. Speichern mal. Generell mehr speichern. Sollte man immer machen. Vielleicht sollte ich noch mal einen Rang machen mit sollte mehr speichern. Ich bin jetzt echt schon am überlegen, ob ich die nicht einfach alle umhaue. Kommen wir auch nirgendwo nach oben. Das Speichern ist immer die Lösung für alles. Ja. I'm not feeling all that well. Ich könnte natürlich irgendwo eine Flasche hinschmeißen oder so, um die abzulenken. Also ich habe jetzt keine, aber so theoretisch. Ah, da hätte ich auch noch, da kann ich auch noch so ein Seil ranschießen. Und da auch besser nach oben. Okay, ich bin anscheinend direkt auch neben so einem anderen Objective. Warte mal, dann machen wir das zuerst, wenn wir jetzt direkt hier sind. Das hier. Watch your step. Deactivate all the traps. Okay, es ist noch weiter oben.
Da drin. Oh oh, Fallen, 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 Fallen überall. Okay, hier können wir ein Ding einmal Fallen deaktivieren. Knips. That's the last of the traps. Good thing I came along. Das war's schon? Someone could have hurt themselves. Okay. Okay. Dann war's schon. Ich aktiviere alle Fallen. Knips, fertig. So, hier direkt gegenüber ist irgendwie ein Steel Lord Elderly's Bust. Kommt man denn da nach unten oder müssen wir da oben rein? Ja, wahrscheinlich dann nicht, ne? Da! Wie kommt man denn da jetzt rein? Ah! Durch die Tür. Nein, don't take a look. Sculptor's Diary. Even the gravestone orders are drying up. Not enough room in the cemeteries anymore. Well, if I have to carve another child reclining on a headstone, I'll go mad. My great-grandfather made by Wandering Baron's Obelisk. Made the Wandering Baron's Obelisk. I might as well be knocking out house bricks. These noblemen are practically statues already. Where are the frolicking daughters, the reclining wives, the life, the joy? No. John Crowley, for you only busts. The glowering old man posing for their own death masks. The voices grow more insistent. They say cracks left stone went sour long ago, and trying to carve beauty or truth from it is a fool's errand. Mit anderen Worten, ich hasse meinen Job. Port gossip said Lord Alderley had a face for launching ships. Off. If he tries again, I'll be ready. So, was ist jetzt das nächste? Taking a fence. Das ist immer noch da links. Ja, dann müssen wir noch mal sehen, dass wir hier nach oben kommen. Kommt man hier eventuell durch das Fenster dann da quer durch? Guck mal. Rar. Fand ich ja bei. Was macht der denn hier mit den toten Ratten? Das fand ich ja bei Alan Wake irgendwie ziemlich unheimlich. Da standen auch mal so große Statuen rum von irgendwelchen Bären oder so. An einer Stelle im Spiel.
Ja, und bei Layers of Fear waren es doch immer diese Elche. Break-in. The thief taker general reported a break-in some days ago at the Vale Street Ironworks, currently used as a depository for those taken by the gloom by a nefarious man in black that had left the city poorer by several lives. Can nothing be sacred? The enraged champion of the watch lamented. He continued for several more minutes, but the poetry of his words betrayed an underlying skeet. Keep an eye on the rooftops, he said eventually. We will find this thief and he will hang. What a truly inspiring sentiment to hear from so great a protector of the city's virtue. Alles klar. Ist er ja bisher noch nicht so erfolgreich gewesen. I can't do it. I can't stop thinking about her. Her hair, her hands, her face, her smile. I can't. I have to stop thinking about her or I'll go mad, but I can't forget her or it will be like she never existed. Please, there has to be more than this. Something has to stop. Something has to end this torment. Please, what more can I do? What? Hallo? Please! Die Xbox hört mich an. Na gut, dann sind wir hier auch durch. Dann machen wir uns hier über die Dächer weiter. Bahnen wir uns den Weg. Ach, man konnte doch hier irgendwo noch so ein Seil. Ah. Irgendwas zu klauen? Nope. Hier geht's nur runter. Das kriegen wir aber so auch nicht auf, oder? Kann man dahinter hinten den Schalter anballern? Ja. Ein paar Ohrringe einstecken. Nochmal ein Tagebuch. Nee, die Blacklist. Lady Christina pretended not to see me today. Rigged the wheel of her carriage to crack when she reaches the cobble. Wish I could be there to see her take a spill. Wanted to buy a Montanesi painting of Jobin, but he said they're worth more than now the artist offered himself. I'll take a knife to the bastard's collection before week's done. Try to fence some jewels at Black Furrow that Rube said. They were too hot. He and Basso are in it against me. I just know it. Basso's got connections, but Rube's on the list. Er scheint die Leute, die er nicht leiden kann, so nach und nach Strecke zu bringen. Nette Person. Robbing a fence.
In my experience, it's usually the other way around. Für dich. So, ich will mal kurz gucken, wo man hier hinkommt, wenn man hier das Seil runternimmt. Fuck! Das war nicht gut. Aber gut genug. So. Okay, müssen wir erstmal raus, um nach Objectives wieder gucken zu können. Vielleicht kaufe ich noch ein paar Rope Arrows. Das war jetzt echt blöd, dass wir vorhin halt keine hatten. Vielleicht kaufe ich jetzt noch welche, damit wir immer welche haben. We're done. So teuer sind sie ja nun wirklich nicht. So, und dann nochmal gucken wegen Objectives. Was gibt's denn hier noch? Da müssen wir wieder nach unten. Stroke of Madness. Das ist das nächste, oder? Ich glaube ja. Tja, das ist immer noch Steal the Painting. Mal gucken, ob wir es jetzt mal hinkriegen. Ich würde gern das da vorne klauen, aber das ist so schwierig. Allein wegen der Wache, die da links steht. Mann! Boah! Könnte er nur sein. Nur dieser mannsgroße leere Schrank. Harry frigging bells. I don't like this. Dreh dich um. Nein! Du,
Mein geliebter Schrank! Komm und rette mich. Schon mal eben was zu trinken.